Dieses spannende und aufregende Jahr neigt sich langsam dem Ende zu. Das Jahr 2018 mit seinen Höhen und Tiefen für mich. In dem Video möchte ich auch einfach so einen kleinen Rückblick geben, was in diesem Jahr bei mir so alles passiert ist und worauf ich mich in der Zukunft fokussieren werde. Zu Beginn des Jahres habe ich mich noch in meinem Fachpraktikum befunden von meinem Studium. Dort habe ich bei einem riesigen Konzern in der IT-Abteilung gearbeitet, habe Dokumentation für Systeme geschrieben und leider gemerkt, dass es nicht so das ist, worauf ich mich was ich mir vorgestellt habe. Ja, die ganze Zeit im Büro sitzen, stickige Luft, schlechte Atmosphäre, das Geläster von meinen Kollegen und die ganze negative Energie hat mich doch sehr zum Schaffen gebracht, hat mir sehr viel Energie gekostet. Vor allem, dass die Arbeit sehr monoton für mich gewesen ist und ich ja im Studium sehr viel gelernt habe, geparkt habe und von dem Gelernten habe ich vielleicht 5% in der Praxis anwenden können. Und da hat es mir einfach nochmal den Lichtblick gezeigt. Du lernst eigentlich umsonst für nichts, mehr oder weniger Bulimie lernen und das, was in der Praxis drankommt, ist halt dann ein kleiner Teil davon und das ist dann für mich persönlich eher eine Verschwendung wertvoller Lebenszeit und diese Gründe haben mich dann dazu veranlasst, mein Praktikum abzubrechen bzw. mein Studium abzubrechen, weil ich halt davor auch gemerkt habe, dass ich für die Natur lebe, weil ich halt einem regionalen Urproduzenten über den Sommer hinweg ausgeholfen habe und das war für mich das einfach unbeschreiblich so ein schönste Gefühl überhaupt, sein eigenes Obst und Gemüse anzubauen, in der frischen Luft zu sein und einfach die Sonne und die Harmonie zu genießen. Und wie gesagt, einfach ein Anlass für mich. Nee, ich möchte nicht 8 bis 12 Stunden im Büro arbeiten, vorm Bildschirm auch und die wunderbare Sonne verpassen, die wunderbare frische Luft. Dieses Leben möchte ich so nicht führen. Und da habe ich auch sehr viel Kritik erhalten, auch von meinen Eltern, von meinen Freunden und Bekannten, warum ich jetzt das Studium so früh abbrechen möchte und warum ich nicht etwas zu Ende machen möchte, wie ich mein Leben finanzieren soll, dass ich immer auf den Kosten meiner Eltern leben werde und solche Sachen. Also war schon wirklich starke Worte, die ich sehr verkraften musste und auch verkraftet habe. Die haben mich aber nicht davon abgehalten, meinen Weg zu gehen und meine Leidenschaft, welches mir mein Herz sagt, das ist der richtige Weg, zu folgen. Und da habe ich das einfach hart runterschlucken müssen und habe fortlaufend meinen Weg zu einer Selbstbestimmung, selbstbestimmtes Leben, sage ich mal, gefolgt. Zusätzlich war die Zeit für mich noch erheblich schwieriger, weil ich halt gemerkt habe, dass mit meiner Rohkost-Lebensweise etwas nicht stimmt. Das heißt, ich habe mich sehr verschleimt, energielos und auch motivationslos gefühlt. Anscheinend habe ich die ganzen schleimhaltigen Lebensmittel, wie zum Beispiel die Buchweizen und Linsensprossen und die ganzen Nahrungsergänzungsmittel nicht mehr ganz so gut vertragen können. Und da habe ich mir halt zum Beispiel Hilfe in Facebook geholt. Der gute Antios Klatu hat mir da geholfen, mir unbeschreibliche Literatur zur Verfügung gestellt und mir einfach nochmal sozusagen mein altes Rohkost-Weltbild nochmal komplett zerstört und nochmal neu aufgebaut. Da habe ich mal die richtig bittere Pille nochmal kosten müssen. Aber ich bin sehr froh gewesen, dass er mir nochmal das Weltbild sozusagen komplett zerstört hat und mir nochmal die wahre Rohkostreinigung, sage ich mal, also wie man seinen Körper richtig reinigt und das stufenweise nochmal gezeigt hat, mir sozusagen aufgeholfen hat, nachdem ich zigmal über die gleiche Wurzel gestolpert bin, und hat mir einfach nochmal aufgeholfen und mir nochmal den richtigen Weg gezeigt, den ich gehen sollte, und dabei hat er mich halt auch mit umfassender Literatur unterstützt. Natürlich alles frei und kostenlos, was ich auch unbeschreiblich finde, weil viele in der Szene
verkaufen dann immer irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel, irgendwelche Mittel oder Geräte, die man nehmen muss, um um seine Gesundheit irgendwie aufzubessern. Es ist nichts Verwerfliches, für seine Arbeit Geld zu verdienen, aber an einem gewissen Punkt muss man auch mal Prioritäten setzen und sagen, hey, hier geht es um die Gesundheit eines Menschenlebens, den muss man nicht bis auf Haut und Knochen wegen Profitgründe oder Geld ausquetschen. Und dafür bin ich halt auch sehr dankbar, vor allem weil ich zu der Zeit wirklich kaum noch Geld hatte, weil ich sehr viel in Nahrungsergänzungsmittel und alle möglichen Sachen investiert habe. Zumal bin ich dir auch äußerst dankbar, mein guter Freund, dass du mich zum Tai Chi gebracht hast, eine zweite Leidenschaft für mich sozusagen geweckt hast. So bin ich auch zu meinem Meister Helmut gestoßen, der mir mit viel Respekt, Liebe und Geduld das Tai Chi und die chinesische Lebensweise auch natürlich näher bringt. Ganz besonders danke ich dir auch, dass du mich so akzeptiert hast, wie ich bin. Ja, ich bin ziemlich dürr, aber du hast mich trotzdem nicht mit Samthandschuhen angefasst. Du nimmst mich auch bei den Übungen nicht aufs leichte Korn, tust mich auch rasch und harsch anpacken. Das finde ich sehr gut. Es motiviert mich auch immer sehr, mein Tai Chi weiter zu üben, mich selbst zu verbessern. Und ich bin dir einfach dafür halt sehr dankbar, dass du mich einfach als wahren Menschen halt siehst und nicht nur auf meine Äußerlichkeiten beschränkst, wie es viele Menschen auch machen und auch heute noch machen, was halt ziemlich schade für mich ist. Zudem finde ich deine Sprüche, deine Mentalität und deine Lebensweise beeindruckend. Deine Sprüche von Laozi mit viel Witz treffen jedes Mal ins Schwarze und zeigen uns und der Gruppe einfach, wie falsch wir manchmal unser Leben eigentlich leben, beziehungsweise wie wir unsere Prioritäten in einem gewissen Irrsinn, in einer gewissen Illusion leben. Und du bringst uns einfach wieder zurück auf das Wesentliche. Und ich bin dir einfach dafür sehr dankbar, auch für die wunderbaren Stunden und Seminare, die du gibst, die mich einfach beruhigen, von der hektischen Lebensweise runterbringen und einfach das Leben genießen, so wie es ist. Danke dir nochmal, Meister, dass du einfach das Feuer in mir entfacht hast und meine Bestimmung und meinen Weg als Zen-Meister ich für mich persönlich gefunden habe. Und ich bin überaus dankbar, dass ich dich als meinen wunderbaren Reisebegleiter auf dieses Ziel mich begleiten bzw. mich unterstützen kann. Als die Gartensaison wieder angefangen hat, habe ich den regionalen Obstproduzenten natürlich wieder tatkräftig ausgeholfen. Ihm geholfen, bei den Tomaten zu pikieren, Salatköpfe gesetzt, allgemein gesät, geerntet und einfach Spaß und Freude mit ihm gehabt. Allerdings muss ich halt auch sagen, dass ich auch ein bisschen übertrieben habe. Ich wollte so schnell wie möglich Erfolg haben mit meinem YouTube-Kanal, meiner Webseite. Ja, erfolgreich sein, das schnelle Geld zu verdienen und selbstständig zu werden, weil ich halt auch die vielen Sprüche von Familie, Freunden und Bekannten erhalten habe, dass ich doch etwas aus meinem Leben machen soll. Und deswegen habe ich mich gestresst und hektisch versucht, schnell Geld zu verdienen und schnell unabhängig und selbstständig zu werden. Natürlich auch, um meine Bedürfnisse und Träume halt auch finanzieren zu können. Einerseits das Tai Chi, meine neue Leidenschaft, das Gärtnern. Und natürlich habe ich mich auch dazu entschlossen, meinen Traum zu erfüllen und nach Costa Rica mal zu reisen. Nachdem halt eine Freundin von ihrer wunderbaren Reise berichtet hat und ich natürlich auch den Winter überwintern möchte, beziehungsweise auch gerade über Winter und einfach mal andere Kulturen und andere Sitten kennenlernen möchte. Daher habe ich halt mich sozusagen bei seinem Projekt, also bei seiner Lebensaufgabe, bei seinem Werk aufdringlich eingehakt. Ich habe ohne seine Erlaubnis ihm
ja, die nötige Internetplattform gegeben, habe einfach seine Arbeit ins Internet gestellt, obwohl er so ziemlich, ja, er möchte halt einfach so wenig wie möglich im Internet sein, ihm gefällt das halt das Ganze nicht. Und ich habe dann auch angefangen, mich im Übermaß zu bedienen bei seinen Lebensmitteln und meine Arbeit natürlich auch dementsprechend zu wünschen übrig gelassen. Das heißt, ich habe wenig geleistet und mir viel genommen, um einfach, ja, einfach Überschüsse bei anderen, ja, bei den Nachbarn so zum Beispiel, zu verkaufen. Und das ist natürlich auch rausgekommen und dann hat er mich halt immer weniger um Erlaubnis, also um Hilfe gebeten und hat er auch dann, ja, sich gewünscht, dass wir eine kleine Auszeit nehmen. Und ja, so ist es halt auch dazu gekommen, dass ich halt, ja, Aushilfstätigkeiten genommen habe, also Leute im Garten geholfen. Und das war halt auch für mich eine sehr lehrreiche Zeit. Ich habe halt auch hier viel mit dem Handwerkliches auch kennengelernt, viel Zuspruch für meine Tätigkeiten auch erhalten. Aber ich muss halt auch sagen, dass die Leute hier sehr viel von mir erwartet haben, auch dass ich eigentlich ungelernt bin, haben sie halt hier sehr viel Stress, Druck gemacht und ja auch für negative Atmosphären auch gesorgt. Das hat dann irgendwann nach einigen Monaten habe ich mir dann auch wieder Druck und Stress wegen dem Geld gemacht und ja, die ganzen negativen Emotionen von meinen Arbeitgebern und der Frust, der bei mir auch entstanden ist, dass ich halt arbeite und ja trotzdem nicht genug Geld für meine Bedürfnisse habe, hat mich dann doch immer sehr weiter demotiviert und frustriert über die Monate hinweg. Und ja, da hat sich auch ein kleiner Frust aufgebaut gegenüber anderen Leuten, die halt erfolgreich waren, die sich halt, ja, ein schönes Leben halt leisten können, sich Bedürfnisse erfüllen können, Träume, Urlaub, Reisen und alles Mögliche. Und ich, ja, gerade mal so über die Runden komme, dass ich mir halt Lebensmittel zum Beispiel kaufen kann und das ein oder andere für einen Garten. Aber so Schuhe oder Kleidung oder sowas habe ich überhaupt gar nicht gedacht. Trotzdem habe ich die Arbeiten, ja, sage ich mal, über mich ergehen lassen, mich diese als Lektion wahrgenommen und auch daran bin ich sehr stark gewachsen, zumal ich natürlich auch mein Tai Chi weitermachen wollte, Costa Rica, mir diese Reise einfach erfüllen wollte. Und ich kann es auch nicht bereuen. Ich meine, es ist wunderbare frische Luft hier. Ich kann hier für 90 Tage ohne Visum meine Zeit verbringen, die Natur beobachten. Und ja, diese Reise zeigt mir auch, dass ich hier wirklich meine autarke Selbstversorgung hier aufbauen möchte, im Einklang mit der Natur. Das ist mein Traum, das ist ein Lebenstraum, den ich mir zum Beispiel hier erfüllen möchte. Und ich bin außerordentlich dankbar für meine Eltern, die mir diese Reise sozusagen auch als Weihnachtsgeschenk mitgegeben haben, damit ich mich selbst ergründen kann, ja, meine Fähigkeiten und Kompetenzen selbst erweitern kann und auch merke, ja, dass ich zum Beispiel, wenn ich wieder zurück nach Deutschland komme, es etwas ruhiger und gelassener angehen werde, weil ich dann doch in Deutschland Tage gehabt habe, wo ich in der Früh von 7 bis am Abend bis 9 oder 10 ständig draußen am Feld war und dort einfach geackert habe ohne Ende. Und hier in Costa Rica, sage ich mal, habe ich nochmal dazugelernt, dass ich alles mit Ruhe, mit Behutsamkeit angehen soll und einfach sozusagen das, ja, die Zeit einfach kommen lassen muss. Das Universum, sage ich mal, der Kosmos hat ja einen universellen Plan und ich lasse einfach das Leben so kommen, wie es ist. Die Zeit ist gekommen, wenn sie da ist, dann werde ich es merken, wie in einem chinesischen Sprichwort, Wu Wei tue das nicht tun. Abwarten, bis die richtige Zeit gekommen ist. Nach den anfänglichen Sommermonaten hat mich dann eine Freundin auf einen Schrebergarten aufmerksam gemacht. Und zwar war es eine, ja, Bauernfamilie, die halt einen verwilderten Schrebergarten
gehabt haben. Und den haben sie halt dann für wenig Geld, also für 20 Euro im Jahr verpachtet. Und ihr Vater von meiner Freundin hat dann sozusagen den Kontakt für mich hergestellt. Und so habe ich dann ja für wenig Geld einen hervorragenden Schrebergarten bekommen, in dem ich halt nach vielen Aufbereitungsphasen dort Bäume zum Beispiel gepflanzt habe und auch in Zukunft im Prinzip in der Permakultur ja, im Einklang mit der Natur Obst und Gemüse zum Beispiel anbauen werde. Und Wochen später hat dann mich der regionale Urproduzent angerufen, hat mich zu ihm gebeten und der hat mir dann gesagt, dass bei ihm in einem Neubaugebiet um die Ecke ja, ein Bauherr Grund und Boden zur Verfügung hat, welches er nicht sofort bebauen möchte, beziehungsweise auf dem ein Haus bauen möchte, sondern dieser hat ihm dann gesagt, dass der regionale Urproduzent zum Beispiel für seinen Anbau diese Fläche verwenden darf. Allerdings hat er sie höchstens für eine Wildblumenwiese verwendet und hat halt gesagt, hey, du brauchst dann etwas Eigenes, du hast hier die Möglichkeit, dich auszutoben, mach was, nimm das als Chance. Und so ist dann das Permakulturprojekt Peace entstanden, wo ich euch ja, seit dem August mit meinen Erfahrungen, mit meiner Geschichte, mit der Permakultur näher bringe. Ihr könnt natürlich von meinen Videos erfahren, die ich bereits hochgeladen habe, was ich eigentlich alles für die Permakultur bzw. für das Projekt alles gemacht habe. Ich habe Bäume gepflanzt auf Gemeindegrund, bei mir im Grundstück, im Schrebergarten. Ich habe Kompost angesetzt, Hügelbeete aufgelegt, Beete ja, sozusagen mit Karton ausgelegt und vorbereitet. Sowohl bei mir im Garten als auch unten auf der riesen Grundstücksfläche. Mein Vater und ich haben Gewächshäuser gebaut. Alles Vorbereitungsmaßnahmen für die kommende Saison. Und wie gesagt, für Leute, die schon die ganze Serie dabei sind, ihr kennt es bereits, was ich alles gemacht habe und wie sich das Peace-Projekt langsam entwickelt. Und für die Leute, die frisch dazugekommen sind, es ist sehr lohnenswert, sich die alten Videos über meine Geschichte bzw. über den Verlauf des Peace-Projektes anzuschauen. Und ja, momentan, wie gesagt, bin ich hier in Costa Rica, so ein kleiner Abenteuerurlaub für mich. Und ja, für mich steht es sozusagen immer noch in der Vorbereitungsphase. Im Online-Marketing-technischen Sinne, sage ich mal. Also das heißt, ich tue jetzt das Projekt mit der entsprechenden Reichweite ausstatten, tue hier zum Beispiel Spendengelder sammeln. Ich habe halt zum Beispiel eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. Dazu habe ich auch ein Video gemacht, in dem ich halt einfach Gelder sammle für einen Folientunnel, für einen Grafikdesigner, für Webdesigner, um einfach Wiedererkennungsmerkmale zu generieren, um die Leute auf mein Projekt aufmerksam zu machen, sodass ich halt immer mehr Unterstützer und Unterstützung erhalte, weil es halt auch für mich sozusagen ein Herzensprojekt ist, eine Herzensangelegenheit und ich habe meinen Weg gefunden. Für mich gibt es keinen anderen Weg, den ich gehen möchte, auch wenn ich jetzt dadurch auf der Straße landen werde, ist es mir egal. Ich gehe mit diesem Schiff, das Permakulturprojekt Peace, gehe ich unter oder ich reise damit in eine neue harmonische Zeit. Aber jedenfalls habe ich meinen Weg gefunden und ich würde mich halt für jegliche Unterstützung freuen. Also das heißt, dass ihr zum Beispiel die Crowdfunding-Kampagne unterstützt, gerne auch mit Geldspenden oder auch meine Inhalte, wie zum Beispiel Blog-Einträge, ja, diese Videos einfach auf Facebook teilt, diese Videos positiv bewertet, eventuell auch diesen Kanal abonniert, dass ich einfach Reichweite erreiche, ich eine gewisse Resonanz für meine Arbeit natürlich auch erhalte und ja einfach ja, meinen Weg der Natur zu dienen, so voll und ganz widmen kann. In diesem Sinne hoffe ich, dass ihr auch ein angenehmes Jahr gehabt habt. Freut euch auf das kommende, nächstes Jahr. Ich bin auch schon sehr gespannt, was das nächste und kommende Jahr für mich ja, so alles ja, so bringt, welche Erfahrungen ich sammeln werde. Und da würde ich mich auch natürlich freuen,
ja, von euren Erfahrungen im kommenden Jahr zu erfahren. In diesem Sinne, ich wünsche euch ja, erholsames Restjahr, genießt die letzten Tage und einen wunderbaren Start ins neue Jahr 2019. Wir sehen uns in der nächsten Episode im neuen Jahr. Bis dahin, ciao.